Und damit herzlich willkommen zurück zu... Wie hieß es? Vampire the Masquerade Bloodlines. Das Spiel, was jedes Mal, wenn irgendjemand es erwähnt, irgendwer irgendwo das wieder installiert und mal wieder spielt. Von daher... Ich... Entschuldige mich nicht. Naja, wir wollen jetzt weiter ins Tutorial gehen und deswegen... Ohne diese Schlittenmechanik, wie man hier läuft, ist manchmal echt ein bisschen komisch. So. Hallöchen. Kampf ist nicht die einzige Lösung für brenzliche Situationen. Sie können im Dialog auch ihre Begabungen, Fähigkeiten und Disziplinen einsetzen. Haben Sie die Möglichkeit, erscheinen Ihre Antworten in einer anderen Farbe und bei einer der höheren Auflösungen auch andere Schrift, wie unten zu sehen. So. Wenn im Dialog eine Disziplin eingesetzt wird, werden die Blutkosten links vor der Antwort angezeigt. Also in Blau Überredungskunst, Lila oder Pink Verführung und Grün ist Einschüchtern. Also weiter. Just stay back. Keep your distance. Okay, wir reden. Now who the hell are you? You involved in all this? Because I'm gonna radio this in and SWAT will be all over this place. Nein, aber wenn die Polizei kommt, schicken sie die Scharfschützen hier runter. Wollen sie das? Die meisten Männer fürchten mich erst, wenn es schon längst zu spät ist. Wow, klug und sexy. Vielleicht bin ich das. Und vielleicht ist mein Spaß noch nicht vorüber. Komm, wir hauen nochmal. I'm making 850 an hour watching car parts collect dust. I'm not about to take a bullet for this job. Dann zeigen Sie mir den Weg nach draußen. Yeah, okay. All right. This way. This will lead us up to the warehouse. We can maybe sneak out that way. Ah, dann gehen Sie doch mal vor. Okay, ich mache ja schon Platz. War eine gute Entscheidung, den vorgehen zu lassen, oder? Finde ich okay. Ups. Ist da gerade irgendwas passiert? Nee, ne? Alles gut, oder? Gut. Dann schleichen wir uns da mal rein. Können Sie in Ihrer Position heimlich töten, sehen Sie dieses Benutzen-Symbol. Heimliches Töten der Opfer hat den Vorteil absoluter Lautlosigkeit. Um heimlich zu töten, rüsten Sie sich mit den Fäusten oder einer Nahkampfwaffe aus, ducken Sie sich und schleichen Sie sich an das Opfer heran. Wenn Sie dann das Symbol sehen, drücken Sie die Benutzen-Taste oder Angriffstaste. Alles klar. Hallo. Knack. Hell. Not sure what's going on. Sounds like the Sabbats getting scattered. Dieser Typ, einfach immer da. Be careful going forward here. Could be a whole mess of them hold up. Je mehr, desto besser. So. Der Typ ist einfach immer wieder da, ohne wirklich da zu sein. Diese Tür ist so brillant positioniert. Herrlich. Disziplin sind ihre vampirischen Fähigkeiten. Dieses Symbol zeigt an, welche ihre Fähigkeiten sie derzeit ausgewählt haben. Es gibt zwei Arten von Disziplinen, passive und gezielte. Passive Disziplinen wirken sich auf sie selbst aus, gezielte Disziplinen auf ihren Gegner. Alle Disziplinen kosten eine bestimmte Menge Blut aus ihrem Blutvorrat, um sie zu aktivieren. Auch Blutmacht ist eine Fähigkeit, die allen Vampiren zur Verfügung steht. Wählen Sie Blutmacht aus, Standardmausrad, und aktivieren Sie Blutmacht mit der Disziplinentaste. Blutmacht gewährt Ihnen einen zeitlich begrenzten Bonus auf alle Ihre körperlichen Attribute. Das ist in verschiedenen Situationen hilfreich, wenn zum Beispiel ein Schloss knacken wollen, für das Ihr Fähigkeitswert in Schlossknacken nicht ausreicht. Hinweis, im Elysium-Gebieten kann Blutmacht nur verwendet werden, um Schlösser zu knacken. Aber da sind wir ja ganz gut drin, machen wir einfach mal so, ne? Schaffen wir wohl. Ah ja, falls ihr euch wundert, dass in den ersten zwei Folgen, oder in der letzten Folge, sagen wir es mal so, war meine Kamera noch schwarz-weiß. Ich dachte, ich probiere mal ein bisschen rum. Irgendwie gefällt mir das ganz gut so. Auch wenn da hinten das, über die Farbe lässt sich streiten. Also, wenn ihr das meint, das sieht irgendwie zu pornohaft aus oder wie auch immer, lasst es mich wissen.
Ich dachte, das passt jetzt zu Vampire The Bloodlines ganz gut. Nö. Also, gehen wir mal weiter. Gangrel verfügen über drei einzigartige Disziplinen. Tierhaftigkeit, die übernatürliche Kontrolle über die Natur. Seelenstärke, übernatürliche Robustheit und Konstitution. Gestaltwandel, Annehmen verschiedener Tierformen und Fähigkeiten. Seelenstärke ist eine passive und zeitlich begrenzte Disziplin. Wenn Sie sie aktiviert haben, achten Sie auf den Disziplintimer unten rechts auf dem Bildschirm. Seelenstärke zu benutzen, verletzt nicht die Maskerade. Vor Ihnen befindet sich eine Wache des Sabbat. Benutzen Sie Seelenstärke, um sich zu schützen, und töten Sie sie. Bla 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 bla. Seelenstärke ist besonders wirkungsvoll, wenn sie zusammen mit einer Waffe verwendet wird. Sobald Sie die Disziplin aktiviert haben, rüsten Sie das Montiereisen aus und töten Sie die Wache. Mal eben kurz mein Handy auf stumm schalten. Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob man das Vibrieren gehört hat. Ich auf jeden Fall. Und so macht man das, ne? Also, Seelenstärke. Ich habe das schon mal versucht, also off-camera. Ich muss jetzt leider das Tutorial einmal durchmachen. Ich kann aber auch versprechen, am Ende dieser Folge sind wir damit durch und nächste Folge geht es dann auf jeden Fall richtig los. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Da unten ist übrigens ist ein Zeichen für mich auf einem anderen Bildschirm, wie weit sie in der Aufnahme bisher sind. Von daher, ab und an werde ich da mal so rüberlinsen. Nur damit ihr so einen kleinen Einblick habt, was hier hinter dieser Kamera passiert. Aber erstmal, wir nehmen uns das Montiereisen und die Seelenstärke. Und los geht's. Erstmal daneben schlagen. Super Sache. Ah, komm her. Komm her. So wird ein Schuh daraus. Die Tür ist aufgegangen. Er taucht natürlich wieder auf. Legen wir das Wäffchen mal weg. Hallo? Kein Dialog im Kampf möglich. Ich bin nicht im Kampf. Seelenstärke endet. Automatischer Erfolg, Absorption plus 1. I think they're cleared out. There's no need to go stirring up the hornet's nest till we know the score, though. Head through here. You come to an elevator around the way. Wir treffen uns da drüben. Meet you there. Don't let them catch you. Wenn ich in 10 Minuten nicht da bin, ruf den Präsidenten an. Bla bla, also jetzt hier im Tutorial werde ich noch ein wenig bescheuerte Antworten geben. Später weiß ich noch nicht, wie ich das spielen werde. Erstmal Tutorial überstehen. Gestaltwandel ist die vampirische Gabe, verschiedene Tiergestalten und Fähigkeiten anzunehmen. Gestaltwandel ist eine passive Disziplin. Achten Sie auf den Disziplinteil unten rechts. Der Einsatz von Gestaltwandel ist außerhalb von Kampfzonen ein Bruch der Maskerade, wenn Sie dabei gesehen werden. Da vorne befindet sich eine Wache. Sie erhalten sofort Wärmesicht und einen Bonus auf Wärmewahrnehmung. Rüsten Sie sich mit Ihren Fäusten aus und töten Sie die Wache. Gestaltwandel jetzt, ne? Fäuste. Los geht's. Daneben. Ich bin gut. So. Hier. Yeah. Ach, wie wisst ihr, wie durch die Gegend fliegen? Ich finde das immer noch herrlich. Das ist so richtig schön realistisch. Ui. Aber klar, ich meine, Realismus bei einem Vampirfilm. Naja. Tierhaftigkeit ist eine mystische, ist die mystische vampirische Kraft, die Natur zu kontrollieren. Tierhaftigkeit ist eine gezielte Disziplin. Die Auswirkung und Dauer hängt von der jeweiligen Stufe ab. Der Einsatz der Tierhaftigkeit ist ein Bruch der Maskerade, falls man bei ihrer Aktivierung beobachtet wird. Hier machen wir ja bla. Grabender Käfer schickt einen mystischen, fleischfressenden Käfer aus, der Gegnern Schaden zufügt. Schon wenige Angriffe sollten ausreichen, um den Vampir zu töten. Komm, machen wir mal. Grabender Käfer, hallo. Ja, komm, wir können auch ein bisschen. Schunk. Genau in dem Moment, wo diese Tierhaftigkeit weg ist, finde ich irgendwie ganz cool. Also jetzt Tierhaftigkeit, nicht der Gestaltwandel, weil ich natürlich. Ist ja klaro, ne? Wenn Sie ein Objekt aufheben und werfen können, sehen Sie dieses Benutzen-Symbol. Geworfene Objekte verursachen Lärm und können eingesetzt werden, um Gegner abzulenken. Da vorne Wache, Wache weg, Angriff, ja.
Tut mir leid, aber es ist einfach ein Tutorial da. Da ist jetzt nicht viel hinter. Und ich muss das leider zum zweiten Mal aufnehmen, weil beim letzten Mal habe ich halt ganz gemütlich, also das Bild nicht mit aufgenommen. Warum sollte ich das auch, ne? Also den Bildschirm hier, ne? Das liegt da. Oh, ich muss mal eben kurz. Entschuldigt. Nee, okay, gut. Ich war mir gerade unsicher, ob noch so ein Programm im Hintergrund läuft, dann hätte es bis jetzt geruckelt, aber ich glaube nicht. Also, was machen wir? Here, take this 38. Fucking pea shooter, but a few shots in it'll take down a human. Danke well, I'm sehr. Gonna want it back, so don't go die and lose it. I don't use guns much. They're noisy, they're clumsy, practically useless against vampires, but still, a kindred's gotta keep up with the times. And in modern day Los Angeles, that means coming strapped. Sind nutzlos gegen Vampire? Well, yeah, some are more lethal than others, of course. Watch out for those shotguns. Ouch, those things can smart, I tell you. Okay, ich schreib's mir hinter die Ohren. Head up and clear out what's left of them. Can't have them running their mouths about any of this. I gotta make sure there's no stragglers around outside. Okay. Sie haben einen 38er Revolver erhalten. Ja. Wer es sich durchlesen will, hier, viel Spaß. Es ist ein Tutorial, dass ich auf F2 Fernkämpfer werden kann. So. Die Begabung Fernkampf ist eine Kombination aus Wahrnehmung und Schusswaffen. Sie wirkt sich darauf aus, wie gut Sie mit Schusswaffen umgehen können. Wenn Sie mit einer Schusswaffe ausgerüstet sind, sehen Sie das Fernkampf-Fadenkreuz. Der Fernkampfwert bestimmt direkt, wie stark die Streuung ist, Größe des Fadenkreuz, und wie schnell es sich zusammenzieht, also fokussiert. Am Ende des Gangs stehen ein paar Flaschen auf einer Kiste. Zielen Sie mit dem Fadenkreuz, warten Sie, bis es sich voll zusammengezogen hat, und benutzen Sie dann die Angriffstaste, um zu feuern. Ich mache das einmal, ein Schuss, mehr braucht man nämlich gar nicht. Futter. Machen wir gleich. Aber hier, ihr seht mal, so, ich ziele jetzt mal genau in die Mitte. Und selbst dann treffe ich nicht. Der Fernkampf ist bei dem Spiel wahnsinnig schlimm. Deswegen würde ich sagen, verzichten wir dafür das erste drauf. Ja, ach, ich muss schießen. So, jetzt kann ich ein paar Ratten essen. Weil Ratten essen immer eine gute Sache ist. Komm mal her, du Sau. Nom nom nom. Okay, dass man eine essen muss. Also eine Kugel hier mindestens verballern muss. Aber es ist halt wirklich nicht schön, dieses Kampfsystem. So, hier müssen wir jetzt ein wenig aufräumen. Und das wird überhaupt nichts werden, so. Deswegen gehen wir sofort in den. Nee, warte, ich versuche mal was. Toll. Ich weiß nicht, ob man meine Maus gehört hat, aber. Okay. So. Ja, gleich. Machen wir gleich. So, komm her. Ja, du triffst mich eh nicht. So. Ich sage ja, Fernkampf und Nahkampf. Das sind zwei Sachen, die sind hier sehr schlecht gebalanced. Hallo, Nasi? That's it, kiddo. Just like that, and it's all over. Everyone slinks back to their corners of the city for the night. Das war's schon? Alles Until the vorbei? next night, when the Camarilla finds some way to strike back. Parry, dodge, spin and all that, and so on and so on and so on. Das geht also immer so? Well, to be honest, you came at a, well, an interesting time, let's say. The Camarilla, the Sabbat. Now, in L.A., these are the new kids on the block. There's already plenty of kindred had stakes down in California long before them. Now, we got every ancient kindred rivalry playing out all over the city. A lot of tension out there. A lot of fear. A lot of jittery, high-strung predators clinging to their little pieces of eternity.
Das klingt doch super. Oder so? I think they're looking for you outside. Guess you got a cab to catch. Was hoping to fill you in on a little bit more, but hell, you'll figure it all out. Das werde ich, aber ich möchte die Waffe behalten. If you make it back, stop in at the last round. It's a bar downtown here. I'll fill you in on the politics. Now that's the stuff that'll kill you. Good luck. Wieso hast du dich da einmal gedreht? Bist du eine prima Ballerina? Naja, dort treffen wir uns nach einer Mütze voll Schlaf. Und damit haben wir lebendig das Tutorial geschafft, wollte ich noch sagen, aber hier. Sie haben 2 Erfahrungspunkte erhalten. Rufen Sie Ihren Charakterbogen mit Ihren Charakterdetails auf und geben Sie Erfahrungspunkte nach Belieben aus. Nicht ausgegebene Erfahrungspunkte können Sie sich für später aufheben. Und da ich bis hierhin schon war, kann ich euch jetzt schon mal sagen, wir werden die erstmal aufheben. Denn es gibt ein spezielles Level-Up, was ich auf jeden Fall machen will, nämlich Gestaltwandel. Und das kostet leider 4 Punkte. Weil jetzt haben wir, sie können Wärme sehen, Bonus auf von 1 auf Geistesstärke und kostet einen Blutpunkt bla. Aber ihre Hände verwandeln sich in tödliche Krallen. Klauen, das möchte ich haben. Nur so, da arbeiten wir hin. Nö. Jetzt schauen wir uns hier erstmal um. Machen wir erstmal hier. You're up way past your bedtime, aren't you? Hope you've slipped into something comfortable. I know I have. If you're new to town or just new to this whole radio thing, you're listening to The Deb of Night. The only girl who will spend the night with you and leave first thing in the morning, guaranteed. Well, looks like the boards are lighting up. Aren't I the popular one? Let's see, eeny, meeny, miny, moe, who will be the lucky caller? You've got the first shot at Deb tonight. So, who do I have the pleasure of speaking to? Hi, Deb. This is, Vigo. Vigo? Yeah, hi. So, Vigo. Vigo, why are you up so late? I'm working a late shift here at the, yacht club. How many boats do you own, Vigo? 2. Actually, 3. 1 is, in the shop. I used to do a little yachting myself. What brand of yacht do you have? You probably wouldn't know the brand. I, bought them in Italy. Ah, la Italia bella. Parlate italiano? Yes. Arrivederci, Vigo. Caller 2, you're on. Ja, komm, das lassen wir mal sein. Der hat nicht in einem Yachtclub gearbeitet. Ich habe nämlich hier aus dem Augenwinkel schon was gesehen, und zwar Pizza. Viel Pizza. Nicht gegessene Pizza. Nicht gut. Ui. Nehmen. Ein bisschen Blutpakete. Blutpakete, wer hätte es gedacht? Ich kann es natürlich auch mal zeigen hier. Eine Blutkonserve, wie sie für die Transfusionen in Krankenhäusern verwendet wird. Frisch verlorene Blutpunkte wieder auf. Ist verwunderlich, ne? Providence, Rhode Island has scientists scratching their heads. Found by a jogger early on Tuesday morning who says he smelled it a mile away, the mystery creature is thought to be some form of giant octopus. Though marine biologists that have examined the monster have commented that they have never seen anything like it in the cephalopod family before. They speculate that it could be from a yet undiscovered family of sea creatures. A massive gelatinous creature that washed up on the beaches of Providence, Rhode Island has scientists scratching their heads. Found by a jogger early on... Okay, ich habe den Loop gerade zu spät mitgekriegt. Naja, also den Computer da im Regen, auch in der Ecke, habe ich natürlich gesehen. Aber, normale Armbanduhr, sehr schön. Tolle Dusche, ohne Handbrause. Nicht so mein Fall. Naja, ich meine, ich war noch nie ein Vampir. Ich weiß nicht, wie sehr die so auf Körperhygiene stehen, aber wahrscheinlich genauso wie Menschen. Könnte ich mir vorstellen. Und hier, ich glaube, das liegt an dem Patch, mit dem ich spiele, Lacuna Coil. Die Textur ist irgendwie auch wesentlich schärfer als die andere. Ich finde das sehr cool. Wir haben ja vorhin in der letzten Folge oder davor, ich weiß es nicht genau, weiß ich gerade wirklich nicht, auch noch ein Poster gesehen, da weiß ich aber nicht, ob die Band wirklich existiert.
die existiert und die kann man sich mal anschauen, wenn man denn will. Muss man dann sehen, ne? Ob man das will. Geld. Lecker, lecker. Nur eine Schublade zu öffnen, alles gut. Hallo, das Passwort für deinen Computer ist Morgengrauen. Nimm das Geld aus der Schublade, es gehört dir. Ich habe dir eine E-Mail mit meiner Adresse geschrieben. Komm rüber, wenn du dich eingelebt hast. Mercurio. Okay. M. Strauss. Bitte, komm umgehend in mein Haus nach Downtown und besuch mich. Ich gebe dir dies als Wegweiser. Dunkles Blut, unser Fluch, etwas Licht, dies Gedicht. Große Macht trotz deiner Jugend spüre ich. Wo die mystische Sonne brennt, finde mich. M. Strauss, Regent der Tremere. Schauen wir mal, ob wir den finden werden. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt erstmal in die Hocke gehe. Weil, warum auch immer, ja, ich habe auf Steuerung sind halt meine Shortcuts. Egal, vielen Dank fürs Zusehen und in der nächsten Folge geht's richtig los. Wir haben endlich geschafft, das Tutorial hinter uns zu lassen. Und mit dahin freue ich mich darauf, diese kleine Reise mit euch eintreten zu dürfen. Und man sieht sich in der nächsten Folge. Ciao.